So, wir müssen erst mal gucken. Ich will eigentlich schon reinshoppen, ne? Also, mein Herz sagt eigentlich Roberto Carlos. Mein Herz sagt Roberto Carlos. Weil halt Roberto Carlos einfach immer Laune macht. Mein Verstand sagt, klatsch dir ein 92er Maldini in die Innenverteidigung und du wirst die nächsten 3 Monate auf der Position keine Probleme mehr haben. Und jetzt kommt ihr. Was meint ihr? Ich meine, man könnte halt theoretisch, man kann sich auch eigentlich beide holen, ne? Fällt mir gerade auf. Ich kann mir halt auch eigentlich ehrlich beide holen. Shish. Einfach rein payen. Maldini könnte halt schon Action machen. Was ist mit Carlos Alberto? Der Rechtsverteidiger, der hat mir eigentlich gut gefallen, als ich ihn hatte. Oh, der Prime hat 93, Alter. Oh, der ist günstiger geworden. Den habe ich mal für 1 Million mitgenommen. Maldini safe, ja, eigentlich schon, ne? Weil mal, ja, das wäre schon ein Ghost Crank. Was ist mit Blanc 89? Blanc wäre auch interessant. Oh, Pizarro First Owner, darf man nicht discarden, sonst immer Unglück. Ich dachte, du willst Coman spielen. Das Ding ist halt, bei diesen Kömern oder Coman oder wie man den immer auch ausspricht, da finde ich halt nur den Prime interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es die Prime-Icons eigentlich auch im Dream Squad oder sonst gucke ich einmal ganz kurz bei Footbin? Kann auch sein, dass ich mich vertan habe. Ich gucke einmal ganz kurz bei Footbin, weil ich meine, der Prime-Koman war halt wirklich nochmal anderes Kaliber im Vergleich zum mittleren. Aber wir schauen einfach mal ganz kurz. Ja, geht eigentlich. Ja, der Prime-Koman ist halt bis auf Pace überall besser, ne? Es ist jetzt nicht so der heftigste Unterschied. Die Schuss- und Pass- und Dribble-Stats sind halt schon geil, ne? Aber wenn du den jetzt mal mit dem Maldini vergleichst, ist ein Maldini halt schon nochmal leckerer, ne? So, Maldini hat halt 5 Pace mehr, Schießen, Passen, Dribbeln deutlich weniger, aber 8 Defending mehr. So, Maldini hat halt 95 Defending. Das ist halt schon... Wie groß ist Maldini? 1,86. Ja, Maldini ist halt schon deutlich besser. Brauchen wir nicht drüber reden. Maldini ist schon deutlich, deutlich besser. Was man mit dem Koman ganz gut machen könnte, ist halt wieder folgenden Move, den halt manche auch mit dem Matthäus machen. Du holst dir den Koman und stellst dann, holst dir dann die, ich glaube, mittlere oder Baby-Icon vom Desai und dann tauschst du in-game den Desai aus dem Mittelfeld mit dem Koman. Ich glaube, der Desai ist das, ne? Ja. Dann stellst du den in eine Verteidigung und den Koman ins Mittelfeld. Das könntest du halt tatsächlich machen. Ich überlege halt gerade. Ja, also... R9. Aber ist R9 so viel besser als CR7? Und wenn, muss es ja eigentlich das Ziel sein, auf dieser anderen Pay-to-Win-Basis mit CR7 und R9 zu spielen. Oder sehe ich das falsch? Also ich meine, R9 kostet halt 4 Millionen mehr als CR7. Und ich kann es mir halt auch nicht vorstellen. Ich kann es mir halt auch nicht vorstellen. Für den Preis glaube ich nämlich auch nicht. Halt 4 Millionen mehr. Also ich glaube, da wird ein Maldini... Und halt eventuell noch ein Carlos und eventuell noch ein Carlos Alberto schon mehr Sinn machen. Dann lieber 90er Hullet. Ja, das Ding ist, Hullet wird bestimmt Action machen. Hullet würde bestimmt Action machen. Das Ding ist halt, so, ich bin halt mit Zidane und Essien so zufrieden. Warum soll ich da was ändern? Ich bin halt wirklich, die Spieler, das passt einfach. So, der Essien ist für mich ein überragender Sechser. Der Zidane ist halt, guckt euch die Stats an. Alle sagen, zockt den nicht auf A8, ich zock den auf A8, der Typ rasiert. Ist halt nur um 2 Millionen Coins gesunken. Das war halt ein bisschen dumm. War wirklich ein bisschen dumm, kann man sagen. Also was man halt machen könnte, wäre Pelé Ciao und dafür R9. What do you mean? Andererseits ist CR7 auf dem Flügel halt auch lost, ne? Und andererseits habe ich Pelé auch erst 8 Spiele gespielt. Nee, eigentlich nicht, oder? Oder, aber da ist halt wieder die Question, was ist die Question? Man könnte natürlich auch halt wirklich sagen, auf komplette Escalation, du gibst ein Mbappé ab und dann, ne? Könnte man auch machen. Mbappé raus, Eusebio rein. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dann... Boah, schwierig. Aber wäre schon geil, ne? Aber wäre schon geil. Wobei der Baby wahrscheinlich halt echt besser ist, ne? Das ist halt so eine Question, Alter. Also einerseits, so, mein, das ist jetzt gerade wieder so eine Geschichte. Mein Herz sagt mir, yo, Bruder, gönn dir den Eusebio, schaller rein damit. Das ist nochmal Offensive, dann ganz anderes Level. Aber mein Verstand sagt mir gerade,
So, wo ist das fucking Problem, in der zweiten Weekend League mit einem Mbappé als quasi schlechtesten Offensivspieler rumzulaufen, so? Upgrade doch erstmal deine Drecksverteidigung. Das sagt mir mein Verstand. Aber mein Herz sagt mir so, oh, Eusebio wäre schon... Ja? Ja? Vielleicht mache ich gleich Strawpool. Aber eigentlich will ich gar keinen Strawpool machen. Ich will das schon selber entscheiden. So ist es nicht, aber... Ah, fuck. Warum haben die den denn alle schon beschmutzt, Alter? Ich bin auch übrigens die letzten Tage so auf ganz abgehoben. So seitdem ich den Mbappé gezogen habe und halt for real ein bisschen in Coins schwimme. Ja, auf abgehoben. Gucke ich die ganze Zeit, ob ich nicht einfach mal so just for fun einen 86er Raul auf Ehre mitnehmen, weil das halt eine Schalke-Icon ist. Sogar für seine Zeit bei Schalke. Diese Version stellt Raul bei Schalke dar. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, ach so, soll ich den nicht einfach mal so just for fun für 400k mitnehmen, weil halt Ehre? So abgehoben bin ich schon geworden. Aber man muss sich auch, die Abgehobenheit muss man sich auch manchmal einfach durch gute Packs verdienen. Ah, der ist ausgelaufen, hat sich keiner gegönnt, den Bruder. 6,12. Oh, was? Und warum tust du das? Ein frischer R9 für 6-1. Ich hätte alles stehen und liegen gelassen für ihn. Er beschmutzt ihn. Er hat ihn vergewaltigt. Er hat ihn misshandelt. Sexuelle Nötigung. Warum macht er ein Spiel mit ihm? Bruder, ich hätte ihn sofort geholt. Ein frischer R9 für 6-1. Ich wäre sofort drin in der Olga gewesen. Och, Junge. Warum? Hernandez wäre so weg gewesen. Hernandez, Havertz. Ich hätte alle abgegeben. Der ist auch nicht frisch. Ich warte halt auf frische Karten, muss ich sagen. Also ich meine, vielleicht sehe ich das falsch, aber ist ein Carlos für 775 Mark preismäßig nicht völlig in Ordnung? Wobei, bei Carlos ist halt das Problem, der ist halt in den ersten Icon-Swaps als Baby drin, ne? Dadurch könnte er halt ein bisschen einbrechen. Hey, ist ja auch Ansatz. Ja, der ist frisch. Aber 3,6 Millionen. Mit Carlos Alberto. Hat auch gerade einer in den Chat geschrieben. Ich habe den mal 3-4 Spiele gezockt, aber dann habe ich den wieder verkauft. Der ist gut gedroppt. Ne? Der ist unter 800, glaube ich, zu kriegen. Ja, 785. Mit Architekt. 790. Ist sogar ein frischer. Hm. Interessant. Ich könnte Van Dijk links rüberstellen, dann hier Robertson und dann hier Maldini und hier Carlos Alberto. Lieber Carlos Maldini. Würde es jetzt einen frischen Maldini für so um die 1,5 Millionen auf den Markt geben, würde ich den auch koppen, Alter. Ich will doch jetzt einfach nur einen frischen Maldini haben. Was ist denn das Problem? Der ist nicht frisch. Ich will den frisch haben, Alter. Ohne Scheiß, das fuckt mich gerade schon ab, ne? Ich weiß, ich habe einen frischen Fetisch so, aber das ist auch in Ordnung. Jetzt fangen halt bei mir gerade so die rechten Spielchen an. Verkaufen Mbappé, verkaufen Neymar, dann hast du 4 Millionen. Fehlen ja eigentlich nur noch 2 Millionen für ein R9. So hier so ein R9. Also, wäre schon cool eigentlich. So der Sturm Maradona, Ronaldo, Ronaldo, Pelé. Was meint ihr? Ja, ich muss eigentlich ehrlich die Verteidigung upgraden, oder? Es ist ja gerade abgelaufen. Ich wollte ihn jetzt eigentlich kaufen. Ich könnte halt auf abgehoben jetzt halt wirklich mit den Coins sagen... Yo, weißt was? Hier Carlos hin, hier Maldini hin, hier Carlos Alberto hin. Ich könnte 3 neue Icons jetzt auf einen Schlag kaufen. Was meint ihr? Hätte das Stil? 3 Icons auf einmal? Ja, schon, ne? Wäre schon cool eigentlich. Was meint ihr? Ach, Digga, ganz ehrlich, ich bin reich, Alter. Ich bin reich! Und ich scheiß auf alles! Diesen frischen Roberto Carlos habe ich mir gerade für 770.000 Coins gekauft. Weißt du, wie lange ich dafür gearbeitet habe? Ein Pack! Ein Pack! Ich hab mich verrechnet. Ey! Mir fehlen 100k für Maldini. Nein! Nein! Ist der frisch? Ach, na, Mann. Nein! Bruder, es tut mir echt leid, ne? Aber das ist jetzt das vierte Mal, dass ich dich in diesem FIFA verkaufe. Vielleicht hole ich dich nochmal irgendwann.
Vielleicht nochmal irgendwann. Wobei, mein Cancelo muss noch weggehen. Nee. Ja, mein Gott, ist zwar nicht frisch, aber wenn man die Kohle hat, Alter. Wenn man die Kohle hat, muss man auch einfach mal gönnen, Alter. Da muss man auch einfach mal gönnen. Und sogar Hernandez behalten. Dafür möchte ich einen Hashtag. Hashtag Pray. Pray für Hernandez. Pray for. For mit 4 schreiben. Hashtag Pray for Hernandez in den Chat, weil ich habe ihn behalten. Ich bin ein Ehrenmann. Ah, Team sieht okay aus.